Gestern in den Morgenstunden sollen 5 Unmündige, 2 Mädchen und 3 Buben im Alter von 11 bis 12 Jahren, ein 15-jähriges Mädchen in der Nähe des Bahnhofes in Wien-Floridsdorf ausgeraubt haben. Sie sollen hier eine Softgun verwendet haben, sie damit bedroht haben und im Anschluss mit der Jacke und des Ladekabels des Mädchens geflüchtet sein. Was ist dann mit diesen Kindern passiert? Nun, die 15-Jährige konnte die Polizei alarmieren. Unseren Beamten ist es dann in weiterer Folge gelungen, im Zuge der Fahndung die 5 Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes anzuhalten. Wir konnten auch die Softgun und auch die Jacke sicherstellen und dem Mädchen zurückgeben. Es handelt sich ja hierbei noch um Strafunmündige, sprich sie können strafrechtlich auch noch nicht belangt werden. Wie geht es denn mit den Kindern jetzt weiter? Nichtsdestotrotz müssen wir hier als Polizei die Ermittlungen führen, egal wie alt die Tatverdächtigen sind. In diesem Fall sind es unmündige Minderjährige. Sie werden trotzdem wegen des Verdachts des Raubes angezeigt und dieser Bericht wird ganz normal an die Staatsanwaltschaft Wien am Ende übermittelt.